Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Heute erkunden wir die Mine. Oh mein Gott, hallo Dracke. Oder Drake, Dracke. Was hast du mir zu erzählen? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ja. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Das ist cool. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Ja, schade. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Willst du mich verarschen? Ja. Okay, dann nehm dich. Wir sehen uns. Kann ich da mal... Nee, aber du kannst ein Wasser haben von mir aus. So, hier sind die Buddler. Die haben wie immer keinen besonderen Dialog, außer Klett vielleicht. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Danke. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Kleiner Angstmacher. Hallo Gardist, du hast ja auch nichts zu sagen. Gut, dann gehen wir mal runter und suchen ihren, weil wir suchen, wir müssen ja noch diese komische Liste abholen. Hier ist dein Händler. Wer hätte es gedacht? Santino. Warum nicht Santiano? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Doch, das ist ja interessant. Gut, du hast Pfeile. Theoretisch können wir uns auch ein Bier kaufen. Dann können wir dem alten Wichser da noch ein bisschen weiter erzählen lassen. So, das ist noch ein fairer Tausch. Na komm her, du alter Schwafelbacke. Kriegst du dein Bier, kannst du weiter erzählen. Hier, trink einen auf mein Wohl. Gluck, 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 gluck. Mit der Bierflasche in der Hand. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Okay. Wir sehen uns. Das war ein sehr nettes Gespräch. Oh, hier sind Höhlenpilze. Rahmenkraut. Wie nett von den Gardisten, dass die mich nicht abschlachten, weil ich hier was aufnehme. Warte mal, lag hier vorne nicht auf der Spitzhacke rum? Höhlenpilz. Ich meine mich auf jeden Fall. Jawoll, wollte ich doch ihm sagen. Dann kann ich das hier mal demonstrieren mit dem. Ne, da drüben vielleicht nicht. Mit dem Abbau von Erz, dass uns das nichts bringt. So gerne ich so. Gerne ich es auch tun würde, es bringt einfach nichts. Ja. Hallo Templer, die sind auch hier. Die wollen die Minecrawler kaputt machen. Aber ich spoiler ja schon wieder, Gottchen. Hallo Höhlenpilze. Höllenpilze, stimmt ja. Höhle und Hölle, ja, das verwechsel ich immer. Von der Schreibweise her. Ich bin so ein richtiger kleiner Analphabet. Ach, hier ist eine Erz-Dings. So. Nein, jetzt. So, ganz so sieht das aus. Und so würde das halt ewig weitergehen. Glaubt mir, ich habe das damals stundenlang gemacht. Einfach nur in der Hoffnung, auch nur einen einzigen verfickten Erzklumpen zu bekommen. Aber nix. Nix habe ich bekommen. Okay. Dann mal schauen. Ich glaube, hier sollen wir nicht hin. Leckt das wieder, wie nett. Ach nee, okay, hier können wir hin. Nicht, dass uns dann hier noch die Minecrawler überraschen. Klettern wir mal runter, um zu gucken, ob da einer, irgendeiner was zu sagen hat. Husch. Husch. Hallo, Brandig. Achso, du hast viel zu erzählen. Gut. Gardist hat auch nicht so viel zu erzählen. Hier geht's ziemlich weit runter. Kann man so sagen, jo. Okay. Ah, hier liegt eine Fackel. Meine. Abgezogen. Wer bist du? Niemand.
Ey, Höllenpilz. Niemand von Bedeutung. Du bist auch niemand von Bedeutung. Du bist auch niemand von Bedeutung. Hier liegt eine Fackel. Du bist auch niemand von Bedeutung. Du bist auch niemand von Bedeutung. Aber du. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden Sie nicht misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Na gut. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Okay. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich... Ja, wo denn? So, wir können jetzt ein Arschloch sein und den Typen bei Wendig melden. Hat bloß irgendwie nix, bringt bloß irgendwie nix, außer dass der Typ uns nicht mehr mag. Und von daher fick dich. So, klettern wir wieder hoch. Und suchen immer noch nach Ian. Hier ist Ian! Gott, das war knapp. Junge, ich hab schon mein Leben an mir vorbeirauschen sehen. Okay, während wir eine Leiter klettern, niemals loslassen. Das war knapp. Hallo, Fliege. Geht es dir? Hallo, Menschen, die draußen Terror machen. Aber heute war sowieso mal eine geile Nacht. Alter. Heute konnte man sich endlich wieder mal zudecken. Uiuiui, es war nicht zum Scheißen so heiß. Ach ja. Huch, was machst du hier? Egal. Hallo, Snippes. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Ach. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Hallo, Aaron. Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Aaron, wir glocken. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Wenn doch, geh doch mal nachgucken. Die Buddler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Er will dir eine Belohnung für deine guten Dienste geben. Ach, tatsächlich. Ups. Können wir es nochmal probieren? Ian, was will er denn? Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Okay. Lass mich mal vorbei. Tschüss. Ha, leicht verdientes Geld. Komm her, du Arschloch. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich ja. Na gut. Gib mir den Schlüssel. Du hast einen gut? Ich frage mich, was dein Gewinn an das... Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der... Stimmt, Leute. Wir sehen uns. Na, aber sicher. Das ist so schön. Okay, der Typ ist weg. Nun guck mal, was in der Kiste drin ist. Bier, Heilung und ein paar Erzbrocken. Naja, gut. Aber erztechnisch wenigstens einen Gewinn gemacht. Auch wenn der Typ uns jetzt, glaube ich, aufs Maul hauen wird. Aber hey, wir haben Geld bekommen. Ui. Da bauen sich die Objekte so ganz langsam auf. Scheiße. Ich wollte rüberspringen und dann von da drüben hier rüber. Da hier runter. Und na gut, so geht's auch. Hallöchen. Ach, hier ist sogar einer. Ulbert, wer bist denn du? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Also interessante Sachen. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen... Ich hab leider nichts dabei.
Aber ich komme wieder mit Bier. Oh Gott, da unten steht er schon. Ich glaube, der will jetzt uns das mal rauen. Spiel speichern. Hi. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz, wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Okay, jo. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Okay, wie du meinst. Das ist sehr cool. Ach, hier, guck mal, hier ist Ian. Hallo, Ian. Ich dachte mal, da ist Lan. Mann, jetzt kommen, sauf nicht so viel. Hier. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ups, alles kaputt gemacht. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Okay. Dann werde ich dich nicht länger aufhalten. Mach keinen Ärger. Wenn ich dich nicht länger aufhalten, aber mit Albert dort quatschen wir doch mal. Bei dir kann ich tauschen? Jupp! Alle! All over the world. Okay, hier haben wir noch ein Bierchen und ein paar Pfeilchen. Immer so 20 Pfeilchen sollten reichen. Was geben wir ihnen dafür? Ein bisschen Reisschnaps. Will ja irgendwie sowieso keiner trinken. Nee, da bin ich knickerig. Da will ich meine 2 Herz haben. Dankeschön. Gut, dann schauen wir mal, was sich in den Truhen befindet. Dabei müssen wir hier noch mit Krims sprechen. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Nein. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. Aua. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Ja, erzähl doch. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Niemals! Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Das glaube ich nicht. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Ich werde hier rauskommen und wenn ich dabei sterbe... Wow. Hallo, ich habe ein Bier. Ich hätte auch Reisschnaps, aber das will ja keiner. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Bitte. Macht da draußen Terror. Das ist die Müllabfuhr, lol. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Das ist schade. Dann gehe ich mal zu Aleph und frage ihn mal, ob er was über den Schlüssel weiß. Voice, und dann locken wir den mal weg und dann können wir uns ein bisschen mit healen. Wo war denn der Typ nochmal? Der war hier unten, ne? Was machen denn die da am Treppenhaus? Sind die bescheuert heute? Nee, hier oben sind sie nicht. Die waren Junge da oben. Ach, ich und mein Gehirn, das ist so toll. Ne? Ich bin so gut darin, mir Sachen zu merken. Ja, hier oben ist er. Ach nee, ist ja Snipes. Wo ist denn Aleph? Aleph. Wer ist denn Aleph? Mein Gott.
Ich lock dich einfach so raus und guck, ob ich die Truhen knacken kann, Bitch. Wer ist denn Aleph? Mein Gott. Hier, Ulbert, hau du mal ab. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ja, ja, jetzt mal holen. Gibt's hier auf die Fresse. Mein Brot, mein Schinken. Meine Kisten. Ach, toll, es geht gar nicht. Gut, suchen wir Aleph. Mensch, Meier, wer auch immer das ist. Wer oder was auch immer das ist. Ja, ich sollte nicht so viel springen. Aleph. Wer ist denn Aleph? Vielleicht ist der irgendwo weiter unten. Ich weiß es nicht. Wo ist Aleph? Wer war Aleph? Bin ich Aleph schon begegnet? Sagt es mir. Jetzt sofort. Nicht in den Kommentaren. Jetzt. Ich lieber raus. Ja, halt ich mal lieber raus. Das hat jetzt eine Menge gemacht. Fällt mir gerade auf. Geronimo. Wow. Hi. Man muss eben aufpassen. Corner irgendwas? Ich dachte, dass wir... Darf ich ihn? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Davon bin ich überzeugt. Möge der Schläfer dich schützen. Na, hoffentlich schläft er nicht mit mir. Wer bist du? Du bist Butler. Und hier in den Höhlen am Stütt, da sind die Mine-Crawler. Die Minecraft-Crawler. Willst du mich angreifen? Ja, aber immer doch. Ich will eigentlich das Vieh anlocken. Mit die Templer hier. Nicht mit der Waffe. Oh, wir könnten sogar Schaden machen. Oh Gott. Ist bestimmt aber auch. Uah. Mami, Hilfe. Wow. Die ganze Brut kommt angeschissen. Geil. Okay, so schnell kann man sterben. Wow, zum Glück habe ich hier oben gespeichert, Junge. Okay, so schnell kann das gehen. So schnell kann man hier sterben. Okay, neuer Plan. Ich lock sie alle und dann gehe ich in Sicherheit. Dann können die Templer ganz viel Spaß mit den Viechern haben. Junge, dass das so schnell geht. Ich dachte, da kommt einer, aber doch nicht gleich die ganze Brut. Man darf auch nicht alles glauben, was... Nee, stimmt. Man darf auch nicht alles glauben, was... Nee, hast du recht. Willst du mich angreifen? Aber immer doch. Tag und Nacht. Weg mit der Waffe! Ja, ja. Pack das Ding weg! Ja. Viel Spaß. Tschüss. Ich bin mal weg, ne? Sucht euch Freunde. Zum Glück sind sie in der Regel. Zu dumm hier hochzulaufen. Ah, die Regel ist gebrochen, es gibt keine Regel mehr. Hilfe, Minecrawler. Versteht mich mal bei euch, ne? Ja. Macht ruhig ein paar Templer tot, stört mich nicht. Fall nicht ihre Waffe. Oder backt halt einfach rum. Also wie du schießt, das sieht sehr interessant aus. So, die Ecke. Ich will auch jemanden töten. Ach, jetzt sind sie schon tot. Was? Wuss. Hat der gut gemacht. Kann man die ausrauben? Scheiße. Naja. Tja. Jemand gestorben? Ja, wenn du meinst. Ja, wenn du meinst. In seiner Haut will ich trotzdem. Nee, ich auch nicht. Okay, dann sollte der Abschnitt jetzt eigentlich theoretisch frei sein. Könnten wir hier mal rein. Hallo. Sind wohl wirklich alle tot? Interessant. Dann speichern wir mal ganz kurz. Schabbeichern. Haben wir mal geschabbeichert und mal schauen, was es hier so gibt außer Pilze. Wahrscheinlich nichts außer Pilze. Ja, Trampel. Was auch immer die hier machen, also ich find's interessant. Ja, da oben sind noch mehr. Okay. Gut, dann waren wir uns mal nicht so weit vor. Tja, seid froh, ihr lebt jetzt ein bisschen sicherer. Ist der wurde angeschlagen, oh Mann. Stell dir mal vor, wie geil das gewesen wäre, wenn der gestorben wäre. Könnte man sich verschnappen?
Ach, halt mal, ich wollte ja noch weiter nach unten. Na, ich bin so dumm. Oh Mann, geht's hier unten? Müsste eigentlich, ja. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme, deswegen mache ich mal vorsichtshalber einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.